Tick Pouch Nummer 13 von Tasmanian Tiger. Was das kann, schauen wir uns an. Hallo, willkommen, das ist der Reini Rosso vom Survival Shop Überlebenskunst. Schön, dass du dabei bist. Auf mehrfachen Wunsch hin werde ich nun das Tech Pouch Nummer 13, und das ist ja doch ein dementsprechend großes Teil, vorstellen. Molle-System selbstverständlich, das ist eh ganz klar, und zwar von oben bis unten. Und dieses Teil, wie du siehst, das hat schon eine dementsprechende Größe. Ich habe noch keine praktische Erfahrung damit, das heißt, ich habe es noch nicht wirklich testen können im Outdoor-Bereich. Werde ich aber nachholen, ob ich maximal vorstellen. Und ja, das war's jetzt schon. Jetzt werde ich das ganze Teil auf meinem Molleteppich draufklacken, und dann sehen wir etwas, was mir irgendwie total verwirrt. So, ich habe es jetzt mal montiert, und es gibt hier zwei Kompressionsschlaufen, die man mit einem Clip öffnen kann. Das kann man auch schön komprimieren, also wirklich komprimieren und zusammenziehen. Da sind dann diese kleinen Flauschis drauf, damit man das da reingeben kann. Also den überstehenden Teil des Bandes, das ist einmal super. Und dann machen wir die ganze Sache mal auf. So. So. Und zwar, das Ganze hat natürlich ein Zwei-Wege-Reißverschlusssystem. Es gibt zwei Reißverschlüsse. Dann hier innen drinnen, da sind einerseits Schlaufen eingenäht. Ich bringe dich einmal ein bisschen näher, damit du das genauer anschauen kannst. Da sind Schlaufen enthalten. Und diese Flexi-Cord, ja, das ist jetzt etwas, was bei Tasmanian Tiger in diesem taktischen Bereich öfter vorkommt. Das kann man mögen, muss man aber nicht. Es ist auf jeden Fall praktisch, ich habe mich ein bisschen dran gewöhnen müssen an diese Sache, aber jetzt geht es ganz gut. Dann auch hier zwei Reihen an großen Schlaufen. Da sind dann nochmal so kleine Schlaufen enthalten, die man auch wiederum dafür verwenden könnte, um hier Flexicord einzuarbeiten, wenn man das denn will. Insgesamt doch einiges an Platz. Also ich gehe jetzt wieder ein bisschen, falsche Richtung, wieder ein bisschen weiter nach außen. Also das Teil kann man wirklich schön, da passt wirklich fett was rein. Die technischen Daten findest du unten. Schau dir das ganz einfach an, wenn dich das interessiert. Aber es gibt etwas, was mich irritiert bei diesem Teil. Es irritiert mich. Ich weiß es noch nicht, ich habe noch keine praktische Erfahrung, aber es irritiert mich. Und zwar, nicht, dass man da Klett drauf geben kann und außen auch noch Molle frei hat, aber das gehört ja wahrscheinlich, schätze ich jetzt mal so, auch weil dieser Tiger da, der tasmanische Tiger da so drauf ist, gehört das Ding wahrscheinlich so montiert. Das schätze ich jetzt, ich unterstelle das jetzt mal. Und wenn ich das Frontteil runterlasse, dann hängt das da. Na gut, du sagst jetzt, Reini, bitte komm auf den Punkt, ich will es versuchen. Da sind solche flexiblen Taschen drauf, und die gehen, und das möchte ich jetzt noch einmal zeigen, ganz deutlich zeigen, diese haben die Öffnung nach unten. Das heißt, so. Ich gebe jetzt, da muss ich mal durchs Bild, einmal meine Handschuhe da rein. Ja, und einmal am Messer. So, ich mache das jetzt bin ich glücklich. Ja, ich habe es nach oben geklappt, ja, alles ist gut. Jetzt mache ich auf und sage, ich möchte jetzt zu meiner Ausrüstung zugreifen. Und nur durch Zufall fällt das da jetzt nicht von alleine raus. Und auch das hier nicht von alleine raus. Wenn ich das öfter auf und zu mache, fällt diese Ausrüstung irgendwann raus. Das bedeutet, ich kann hier in diesem Bereich nichts reingeben, was schwer wäre. So wie zum Beispiel dieses Messer Cold Steel. Machen wir einen Riff hier mal anders mal dazu, aber cooles Teil. Ich kann nur irgendwas reinpoppen, zum Beispiel jetzt Handschuhe, die nicht von alleine rausfallen. Und dann passt das. Aber das musst du wissen, also das ist jetzt nicht dafür gedacht, um irgendwelche, also andersrum, da kann man nicht einfach alles reinpacken, sondern das muss man ganz einfach testen. Wenn das hier mit einem Zip, ja, verschlossen wäre, dann wäre das praktisch, aber die wären sich sicher was dabei gedacht haben. Ich habe es nur noch nicht verstanden, und das ist mir noch nicht ganz klar. Vielleicht hat ja irgendjemand eine Idee, vielleicht hast du eine Idee, dann schreib bitte einen Kommentar, warum das so gemacht ist. Es ist auch kein Klett irgendwas vorgesehen, sondern es sind einfach nur offen. Was bedeutet, dass man nur sperrige Dinge reingeben kann, die von allein da drinnen halten. Soll so sein. Ansonsten natürlich alles qualitativ top. Ich meine, das ist Tasmanian Tiger. Die Nähte sind super, da steht nichts ab. Das ist alles ganz, ganz fest. Und ich verkaufe Tasmanian Tiger jetzt auch schon sehr lange Zeit. Hatte ein einziges Mal eine Reklamation, und auch da hat Tasmanian Tiger das Ganze repariert und ausgetauscht. Also da gibt es ganz einfach nichts. Also da traue ich mir jetzt schon sagen, dass das gut verarbeitet ist. Was es in der Praxis bringen wird,
Das werden wir uns anschauen. Da werde ich noch ein bisschen was testen. Und das war's jetzt an der Stelle. Danke fürs Dabeisein. Ein Abo, wenn du das erste Mal hier bist. Ein paar andere Videos zum Anschauen. Link zu dem Produkt findest du unten. Dein René Rossmann. Bis bald. Ciao.